Willkommen zurück zu Final Fantasy 14. Wir haben beim letzten Mal versucht, die Unschuld von Franzl irgendwie zurechtzubiegen, aber die Inquisition lässt einfach nicht locker an ihrem Urteil, dass er der Buhmann ist. Und ich glaube aber eher, dass die Inquisition hier ihre Finger mit im Spiel haben wird. Deswegen sollen wir jetzt hier drüben gucken, dass wir da die Hinrichtung, ich setze jetzt mal in Klammern, Hinrichtung verhindern können. So, und wir haben heute mal hier in Portas ein richtig schönes Wetter. Alles klar, soweit das auch reicht. Nice. Oh, wir kommen bei den X-Zahl raus. Oha. Okay. Oh, guck mal hier. Oh, Chiffon. Nee. Aurelie. Uiuiui. Distanzierter Kampf. Gut, dass du kommst. Die Befragung hat schon begonnen. Wenn es ernst für Franzl wird, können wir nicht auf Verstärkung warten. Da müssen wir zu zweit einschreiten. Alles klar. Ende. Das schaffen wir schon. Franzl Heilener, gestehe deine Schuld und bitte Halone um Vergebung. Ich kann nicht gestehen, was ich nicht getan habe. Ich bin unschuldig. Ich bin kein Heretiker. Die Ehre der Familie Heilener ist unbefleckt. Darüber zu entscheiden, obliegt nicht dir, sondern der Heiligen Inquisition im Namen unserer erhabenen Göttin Halone. Und als Sprössling einer der vier großen Ritterfamilien Ischgards, weißt du sicherlich, wie du deine Unschuld beweisen kannst. Durch den Sprung in den Abgrund. Solltest du tatsächlich unschuldig sein, wird Halone deine unsterbliche Seele erretten. Wenn du jedoch ein ketzerischer Diener der Drachen bist und deine Götzen dir Flügel verleihen, mit denen du aus dem Abgrund emporfliegst, dann, ja dann. Haltet ein! Senkt die Waffen, ich bitte euch. Erzinquisitor Guillaume, hört mich an. Ritter Anchefort hat Hinweise auf eine Intrige der Heretiker. Sie haben versucht, Franzl als einen der ihren erscheinen zu lassen, um der Familie Heilener etwas anzuhängen. Ich flehe euch an, wartet mit eurem Urteil, bis ihr gehört habt, was Anchefort euch zu sagen hat. Pah. Das Hause Fortin besitzt also die Unverfrorenheit, sich schützend vor einen Heretiker zu stellen. Wie kann Anchefort es wagen, die Methoden der Inquisition in Frage zu stellen? Hat er sein Ehrgefühl gänzlich verloren? Halone allein vermag Wahrheit und Lüge zu trennen. Ihr allein obliegt es, über uns alle zu richten, durch die Hände der Heiligen Inquisition. Wer sich der Inquisition in den Weg stellt, begeht Frevel an Halone selbst. Oh. Der Erzinquisitor darf nicht zu Schaden kommen, aber wir müssen seine Wachen aufhalten, bis Anchefort eintritt. Ja, geil. Zwei Druiden gegen ein ganzes Heer. Super Idee. Ist eigentlich mein Schokobo. Damit du mich hier nicht weiter behelligst. Lol, der ist einfach wieder wach geworden. Ach, dein Blindeffekt kann mir nicht anhaben. Wo du jetzt ziemlich viel aus, so wie mir das scheint hier. Das ist ziemlich uncool. Hallo, so sei Dank. Anchefort ist da. Nice. Seit meiner Verspätung, lasst uns hier schnell für Ruhe sorgen.
Komm, geh schon drauf hier. Ein Drache? What? Na nee, ist ein Weibern. Weibern sind ja nicht gleich Drachen. Jetzt ist die Frage, wen tue ich zuerst töten, den oder den? Ach ja, klar, er ist unverwundbar, was auch sonst. Ahahaha. Du musst mal halt wohl erst hier den Innentypen besiegen. Oh, nicht nur was. Nu, haust du etwa ab? Nee, er hat sich geheilt. Hält sie wieder? Nice. Den haben wir. Der Weibern scheint zu flüchten. Ja. Oh, guck mal hier. Drachenaugen-Rosarium. Aha, der ist der Verräter. Wusste ich's doch. Ehrwürdiger Erzinquisitor. William. Verzeiht die Unterbrechung. Es steht uns fern, die heilige Inquisition oder gar den Papst in Frage zu stellen. Doch es sind einige neue Erkenntnisse ans Licht gekommen, die ich euch zutragen möchte. Es ist schließlich meine Pflicht als Diener Ishgards, die Inquisition umgehend über alle Aktivitäten der Heretiker in Kenntnis zu setzen. Ach, nun denn, in Halones Namen sprich. Welche Erkenntnisse sind derart wichtig, dass du es wagst, die Befragung zu unterbrechen? Ein Drachenaugen-Rosarium? Das trug einer der Ritter der Inquisition bei sich? Kann das sein? Einer meiner Ritter? Zeichen der Heretiker? Orchefort, wie mir scheint, entbehren deine Worte nicht gänzlich einer Grundlage. Ich werde umgehend weitere Nachforschungen anstellen. Bis ich der Wahrheit auf die Schliche gekommen bin, was zweifellos nicht lange dauern wird, lasse ich gegen Franzell Nachsicht walten. Du jedoch, Amthorn, erinnere dich gut an meine Warnung, die ich dir im Observatorium angedeihen ließ. Misch dich nicht in die Angelegenheiten von Ishgard ein. Ja, ja. Orchefort, Loile, wie kann ich euch jemals danken? Ihr habt mein Leben und meine Ehre gerettet. Ich bin froh, dass du nicht in den Abgrund gesprungen bist, mein Freund. Bei deinem frommen Glauben hätte ich es dir zugetraut. Um die Ehre meiner Familie zu schützen, wäre ich gesprungen. Doch ich bin heilfroh, dass es nicht so weit gekommen ist. Ach, das ist kaum der Rede wert. Lass uns in Camp zurückkehren. Ein warmes Feuer wird dir gut tun. Lorile, danke für deine Hilfe. Melde dich bei mir, wenn du wieder im Camp bist. Ich möchte mich bei dir erkenntlich zeigen. Wuhu! Dann auf, zurück ins Camp. Immer der Straße folgen. Nicht in die Richtung, sondern in die andere. Oh, jetzt fängt schon wieder an zu schneiden. Das hat sich aber schnell umgeschlagen. Hm.
kann man noch runter, habe ich gerade gesehen. Boah, was will man da unten schon? Wahrscheinlich nichts Gutes. Hello. Das war ganz schön beeindruckend, Loyle. Es war mir eine große Ehre, an deiner Seite zu kämpfen. Du hast heute Heldenmut und Entschlossenheit bewiesen und damit das Leben meines guten Freundes Franzell gerettet. Das werde ich dir niemals gänzlich vergüten können, doch sei dir gewiss, dass ich alles in meiner Macht Stehende tun werde, um dir bei der Suche nach dem Luftschiff zu helfen. Nice. Da-da. Sehr schön. Blick gen Himmel. Orchefort hat wichtige Informationen über die Enterprise. Nachdem die leidigen Vorwürfe gegen Franzell aus der Welt sind, ist der Informant, der die Enterprise gesehen haben will, nun bereit, mit dir zu sprechen. Ich habe umgehend nach ihm schicken lassen und er ist bereits angereist. Er wartet draußen vor der Tür auf dich. Draußen vor der Tür ist immer sehr gut, wenn irgendwelche Leute einen belauschen wollen. Es ist schon verrückt, wie schnell sich heutzutage alles ändert. Doch vor ein paar Tagen galt Franzell als Heretiker, doch nun ist er plötzlich wieder ein angesehener Mann. Da weiß man ja gar nicht mehr so recht, was man glauben soll. Nun ja, darüber willst du dich wahrscheinlich gar nicht unterhalten. Mir wurde ausgerichtet, dass du nach einem Luftschiff suchst, das kurz vor der Katastrophe in Curtas verschollen ist. Zu der betreffenden Zeit war ich im Observatorium mit Himmelsbeobachtungen betraut und habe tatsächlich ein Luftschiff gesehen, das auf die Beschreibung passt. Es kam aus Richtung Gridania und flog schnurstracks nach Nordwesten. Wenn es diese Route genommen hat, kann es eigentlich nur bei der Steinernen Wacht gelandet sein. Das alleine ist Grund zur Besorgnis. Die Steinerne Wacht ist eine alte Festungsanlage, die von Drachen zerstört wurde. Bis heute treiben sich dort allerhand Monster herum. Beratschlage dich lieber mit Orchefort, wie du dorthin gelangst. Ich kann nichts weiter für dich tun. Lebe wohl und viel Glück bei deiner Suche. Sind nicht viele Informationen, aber immer ein paar. Steinerne Wacht. Ach, das ist das da oben. Ah, nice. Okay. Orchefort. Na also, endlich haben wir einen Anhaltspunkt zum Verbleib der Enterprise. Herzlichen Glückwunsch. Aber muss es ausgerechnet die Steinerne Wacht sein? Die Gegend ist ziemlich gefährlich und zu allem Übel zählt mein Wort dort nicht viel. Die Gegend wird von der Familie Durandair kontrolliert. Ich gebe dir selbstverständlich ein Empfehlungsschreiben mit, doch es wird dir nicht viel nützen. Die Durandair sind nicht gut auf mich zu sprechen. Es wird mehr Eindruck machen, wenn Ritter Franzell dir ebenfalls eine Empfehlung schreibt. Bitte ihn ruhig darum. Nun, da dein Aufbruch naht, fällt es mir schwer, dir Lebewohl zu sagen. Du hast viel für uns getan und bist mir ans Herz gewachsen. Pass auf dich auf und beehre uns bald wieder. Möge Halone mit dir sein. So, dann gehen wir mal zu Franzell und lassen uns eine Empfehlungsschreiben geben. Würde mich immer interessieren, ob die Entwickler damals schon so den Gedanken hatten, mit Orchefort die Geschichte zu schreiben. Würde mich mal wirklich interessieren. Ace of Fear Fate, please wait. What? Danke in Englisch. Zumindest nicht richtig. Franzell. Ja, da? Doch, da.
Ah, wie schön, dich zu sehen. Es gibt irgendetwas, mit dem ich mich... Gibt es irgendwas, mit dem ich mich bei dir für meine Rettung bedanken kann? Verstehe. Das Luftschiff ist also irgendwo bei der Steinernen Wacht gelandet. Zu meiner Schande muss ich gestehen, dass die Festung einst von der Familie Eilenard verwaltet wurde, bis die Drachenwut das Chaos nach der Katastrophe ausnutzte, um uns von dort zu vertreiben und die Festung zu zerstören. Aufgrund dieser Niederlage wurde meine Familie ihrer Verantwortlichkeit für die Steinerne Wacht enthoben. Stattdessen wurde die Familie Durandair mit der Rückeroberung betraut. Deshalb glaube ich nicht, dass mein Wort großes Gewicht hat. Doch natürlich schreibe ich dir liebend gerne eine Empfehlung. Viel Erfolg bei deiner Suche, doch sei gewarnt. Die Hintermänner der Intrige gegen mich und meine Familie Heilener wurden noch nicht gefasst. Ihr Plan wurde vereitelt, doch zweifellos ist ihr Hass gegen uns ungebrochen. Und dieser Hass richtet sich nun auch gegen dich. Bin Druide. Nee, bin ich nicht. Ich bin Weißmagier. Weil die Macht, die Welt aus den Fugen zu bringen. Irgendwie so. So, gucken wir mal kurz. Wir sind 43. Wind wird zu Windrar. Okay. Oh, mit 45 erlernen wir Sanctus. Geil. Mit 44 Unbeirrbarkeit. Der nächste Zauber wird nicht unterbrochen. Zusatzeffekt. Fast alle Rückstoß- und Heranzieheffekte. Ah. Okay. Den muss ich mir merken. Weil der ist wichtig. Der ist wirklich wichtig. Bis nach links. Zur weißen Felsfront. Und ist er schon. Ist das die? Nee, ist nicht. Das ist was anderes. Ach, das ist der Eingang nach Ischgard. Scheiße, dass ich da noch nie rein kann. Ich würde am liebsten den Astrologen jetzt schon auspacken. Ist. Naja, halb so wild. Oh, die Fortons. Rüpfen hier und da. Auch von hier ist natürlich wieder ein sehr schönes Bild zu sehen. Ich glaube, noch besser wäre es halt, wenn wirklich sonnig ist. Und das, was ihr da hinten seht, ist halt Ischgard. Sieht nicht besonders groß aus, aber es geht eigentlich sogar. Irgendwann kommen wir da rein. Ein Durandair-Gott ist. Hallo. Was willst du ja? Abenteurer haben an der weißen Felsfront nichts verloren. Verschwinde. Dir was zu geben. Was haben wir denn hier? Empfehlung schreiben der Ritter Anchefort und Franze. Das sind ja genau die richtigen. Nun gut, du darfst dein Anliegen vortragen. War jetzt nicht an dich, oder? Doch, tatsächlich an dich. Ich freundlich empfang. Bruna dir. Ist bereit, dich anzuhören, obwohl er offensichtlich nicht über deinen Besuch erfreut ist. Um gleich zu Anfang eines klarzustellen, Fremde, du bist hier nicht willkommen. Weißenfels bildet die vorderste Front in unserem heiligen Kampf gegen die Drachen. Da ist Vertrauen ein Luxusgut, das wir uns kaum leisten können. Hier hast du deine Empfehlungsschreiben zurück. Sie haben hier keinen großen Wert. Ich rate dir,
auf dem Absatz kehrt zu machen und nach Hause zu gehen. Wenn du jedoch dein Glück versuchen willst, dann gewähre ich dir aufgrund der Empfehlungen eine einzige Chance. Geh über den Hof hinüber ins Lager und versuche dort Albois, Albo, ich nenne ihn Albo, von deiner Redlichkeit zu überzeugen. Erstmal die Schokobolinie wieder. Ja. Das ist die Frage, unten oder oben rein? Er sagt hier oben. Mal schauen. Aha, die Quatsch, also muss ich runter. Scheiße. Aha. Warum hat dich Ritter Brunadier zu mir geschickt? Ich bin zwar die Dienstältere, doch keineswegs in der Position, über dein Gesuch zu entscheiden. Geh die Stufen im Hof hinauf, zum Hospital. Der leitende Arzt Astidien ist einflussreich und zugleich weltoffener als so mancher andere hier. Stufen hoch. Ist hier Stufen? Oder muss ich rauf? Muss raus, tatsächlich. So. Hallo? Nee, nee, ich muss noch eins auch, ne? Ja. Auf den ersten Blick siehst du kerngesund aus. Was führt dich zu mir? Ah, Empfehlungsschreiben von den Häusern Fonton und Helena. Damit solltest du direkt in der Kaserne vorstellig werden. Ich habe für solche Belange keine Zeit. Ich muss mich um zu viele Verletzte kümmern. Halt wieder. Ich fühle mich gerade so ein bisschen wie auf Arbeit. Da wird keiner für irgendwas verantwortlich sein. Das ist die Kaserne. Sieht doch noch recht hübsch aus hier. Ah, du siehst ganz annehmbar aus, hoffe ich mal. Was fällt dir ein, hier einfach so herein zu Platz? Oh, verstehe. So sieht die Sache natürlich anders aus. Die Familien Fonton und Helena haben dich also freundschaftlich empfangen. Nun, das kannst du von unserem Haus tun, der nicht erwarten. Abenteurer sind hier nicht gern gesehen. Aber gut, mit dem Empfehlungsschreiben in der Hand können wir dich nicht so ohne weiteres abweisen. Ich gestatte dir, bei unserem Herrn Brillemont vorstellig zu werden. Sei ihm die Empfehlungsschreiben, aber erwarte nicht zu viel. Auch er wird dir keinen herzlichen Empfang bereiten. Ja, ganz oben, wa? Da Gudano dich zu mir vorgelassen hat, nehme ich an, du hast etwas Wichtiges zu sagen. So sprich. Lass mal die Empfehlung schreiben, bitteschön. Du willst an der Steinernen Wacht nach einem Luftschiff suchen? Bist du denn von allen guten Geistern verlassen? Seid gegrüßt, Baron Drillemont. Wir sind Gesandte des Bundes der Morgenröte und erweisen euch unsere untertänigste Aufwartung. Wir suchen nach dem Luftschiff, um gegen den Prima e Garuda vorgehen zu können. Bei dem Luftschiff handelt es sich um die Enterprise, die rechtmäßig Sid Garland gehört. Er begleitet uns, um sein Eigentum wieder in Besitz zu nehmen, woran Ishgard kaum Anstoß nehmen kann. Sid Garland, du lebst? Aber du wurdest für tot erklärt. Glaub diesen Hochstaplern kein Wort, werter Drillemont. Sie versuchen dich einzuwickeln und für ihre zweifellos anrüchigen Pläne einzuspannen. Wir dürfen ihnen kein Vertrauen schenken. Es ist doch höchst merkwürdig, dass der lange verschollene Sid Garland so plötzlich aus der Versenkung tritt.
Und das ausgerechnet jetzt in der entscheidenden Phase der Rückeroberung der Steinernen Wacht. Und was hat den Bund der Morgenröter anbelangt? Und was den Bund der Rü Und was den Bund der Morgenröter anbelangt, so haben wir erfahren, dass er von galeischen Truppen ausgelöscht wurde. Vielleicht ist es da. Was? Vielleicht ist es da, sich als Gesandter des Bundes auszugeben. Die anderen leichtgläubigen Häuser mögen diesen Betrügern aufgesessen sein, doch das Hause Durendeer muss stark sein und Vernunft walten lassen. Ich weiß nicht, was diese Halunken wirklich an der Steinernen Wacht suchen, doch ich bin davon überzeugt, dass wir sie nicht passieren lassen sollten. Hab Dank für deinen Rat, Inquisitor. Wie mir scheint, stand ich kurz davor, einen schrecklichen Fehler zu begehen. Denn ich war geneigt, die Geschichte der Fremden zu glauben. Doch nun steht mein Entschluss. Ihr drei werdet die Steinerne Wacht unter keinen Umständen betreten. Bevor wir die Festung nicht zurückerobert haben. Na, das kann ja dauern. Solange können wir nicht warten. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis Garuda zu voller Stärke findet. Wir müssen einen Weg finden, wie wir Drillmons Vertrauen gewinnen können. Vielleicht sind seine Untergebenen aufgeschlossener als er. Und das erzählst du mir vor einem Inquisitor. Sehr gut gemacht. Sehr gut gemacht. Wie hieß du nochmal? Alfino. Oh Mann. Na ja, gut. Verdammt, hätte ich jetzt oben das annehmen müssen? Ich habe jetzt gar nicht genau geguckt. Nochmal hochlaufen. Okay. Ist noch höher? Es geht noch höher, aber... Rima, wo ist die denn? Oder der oder das? Da! Knurrende Rittermägen. Aus der Form möchte dich auf die Jagd schicken. Sei gegrüßt, kannst du mir einen Gefallen tun? Die hohen Herren wären gar nicht erfreut, dass ich eine Fremde um Hilfe bitte, aber die Alternative erscheint mir noch gefährlicher. Aufgrund der starken Schneefälle kommen die Lebensmittellieferungen kaum noch bis zu uns durch. Den Rittern knurren schon ordentlich die Mägen. Wenn ich nicht bald für Nachschub sorge, fressen sie mir die Haare vom Kopf oder zetteln einen Aufstand an. Was wir dringend brauchen, um die Moral zu heben, ist eine ordentliche Portion Fleisch. Südöstlich von hier am Danifenpass wurde ein großer, wohlgenährter, gefleckter Olm gesichtet. Den würde ich gerne in die Pfanne hauen. Also such nach ihm und erlege ihn, wenn du ihn aufgespürt hast. Leider sind seine Haut und sein Fleisch ziemlich zäh, wodurch er zum einen gut geschützt und zum anderen schwer zuzubereiten ist. Wenn du ihn während des Kampfes mit Apfelessig besprenkelst, kannst du ihn leichter besiegen und sein Fleisch wird schön zart. Ja. Super. Das hätte ich mir damals vielleicht mal durchlesen sollen, weil ich habe das Vieh, wenn ich mich recht entsinne, ohne den Apfelessig gemacht. Oh fuck, ich bin falsch gelaufen. Ja, das war das Vieh. Ich habe das nämlich ohne den Apfelessig gemacht. Ich habe einfach auf das Teil eingekloppt, bis zum geht nicht mehr. Hat auch alles ganz gut funktioniert. Dann zum Schluss. Da habe ich halt gesehen, oh, ich hätte den Apfelessig verwenden sollen. Hahaha. Jetzt scheint neblig zu sein, oder? Ja. Also viel gucken kann ich nicht. Ein Chinchilla. Verstehe nicht, warum die eigentlich bösartig sind. Bei einer Rehe sind die eigentlich recht knuffig. Who knows? Who knows?
So, wir sind beim Daniffenpass. Muss ich halt warten hier. Oh, ja, ja, du bist das Vieh, eindeutig. Schau mal, Lippen. Jetzt habe ich ganz knapp den Schaden im Gang. Jetzt wird es trotzdem eklig. Muss sofort das Stück beim Schwanzfleisch springen. Wir haben bloß den Schwanz. An dem Vieh ist so viel mehr dran. Ne? Ist doch weggeschmissen. Sag mal, gut, der Schwanz, den er hinten dran hat, okay. Lass ich für ein paar Portionen machen, aber das ganze Vieh ist ja voll fett, sag ich mal, gewesen. Und Fleisch. Da lohnt sich doch das ganze Vieh überhaupt zu braten. So, was haben wir denn hier für jemanden? Sir Artorias. Ist ein Samurai. Ich habe mal Samurai angefangen zu spielen, aber ich habe den vielleicht gerade mal 10 Stufen gespielt, fand ich jetzt, muss ich sagen, nicht so interessant. War eher nicht so meine Klasse. So, machen wir den Schwanz ab. War dein Jagd erfolgreich? Die Ritter starren schon ganz gierig auf meine Schenkel. Als wollten sie sich hier einen Moment auf mich stürzen. Ja, 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 alles gut. Hier, bitteschön. Da läuft einem ja gleich das Wasser im Munde zusammen. Ich bereite das Fleisch sofort zu. Einen Moment. Kannst du die Olmsteaks an die hungrigsten Ritter verteilen? Das lauteste Magenknurren höre ich hier aus dem Speisesaal und aus dem Obergeschoss über uns. Alles klar. Richmarkt, was hast du mit dem Koch ausgeheckt? Hast du es etwa auf unsere ohnehin schon knappen Vorräte abgesehen? Hilf dir gleich, Markt, Alter. Kriegst du von mir einen Stein ins Gesicht gebrettert. Oh, ah, bei Halone schmeckt das köstlich. Jetzt fühle ich mich, als könnte ich Bäume ausreißen oder Drachen mit bloßen Händen erwürgen. Hab ich einen Kohldampf? Krieg ich noch einmal etwas Anständiges zu essen, bevor ich wieder draußen in der Kälte gegen die Drachen kämpfe? Ja, hier. Schönes Steak. Fleisch! Ich werd nicht mehr. Halone segne dich, meine Gute. Das ist das Großartigste, was mir seit langem widerfährt. Und bei wem knurrt hier oben der Mann? Ach, bei dem. Wie soll man das tägliche harte Training durchhalten, wenn man nicht mal was Anständiges zwischen die Zähne bekommt? Das ist ja gut, hier, bitteschön. Danke, das ist wirklich nett von dir. Endlich zeigt sich mal jemand erkenntlich dafür, dass die Ritter der Familie Durandea, hier ihre Köpfe für die anderen Häuser hinhalten. Was noch was? Puh, da ist mir aber ein Stein vom Herzen gefallen. Ich dachte schon, die Ritter gehen vor Hunger auf die Barrikaden. Aber jetzt sind wieder alle gut gelaunt. Es ist erstaunlich, wie gutes Essen die Moral stärkt. Hier, eine Portion ist noch übrig. Kannst du sie bitte zu Senota ins Hospital bringen? So rührend, wie sie sich andauernd um die Verwundeten kümmert, hat sie sich eine ordentliche Mahlzeit verdient. Ja klar, kein Problem. Auch die Ärzte müssen essen. So, wo war denn das? So, hier oben war das. Hallo? Nee. Ein Zöger, oder?
Aha, da ist er. Entschuldige, aber bitte lenk mich nicht ab. Ich muss mich auf die Behandlung konzentrieren und das fällt mir mit leerem Magen schon schwer genug. Deswegen bringe ich dir einen schönen Steak. Für mich? Wie aufmerksam von dir. Ich weiß schon gar nicht mehr, wann ich das letzte Mal gegessen habe. Das schmeckt köstlich und gibt mir neue Kraft für meine Arbeit. Vielen Dank. Schön geschehen. Mal das hier. Nochmal hin hier. Hopp. Schwupp. Gut. Ja. Huch. Ein mächtiger Feind. Scheiße. Jetzt was übersehen. Ah, da ist Sid. Sid will sich im Hospital nützlich machen und braucht dafür Material. Auf ein Wort. Ich bin es leid, hier tatenlos herumzustehen und möchte mich irgendwie nützlich machen. Deshalb habe ich mir vorgenommen, einen neuen Destillierapparat für das Hospital zu konstruieren. Es ist schon seltsam, dass ich genau weiß, wie ein solcher Apparat aufgebaut ist und mich trotzdem kaum an meine Vergangenheit erinnere. Vielleicht hilft die praktische Arbeit ja meinem Gedächtnis ein wenig auf die Sprünge. Um den Destillierkolben fertigzustellen, brauche ich noch 3 Eishexagon-Essenzen. Kannst du sie mir bitte besorgen? Mit den Essenzen kann ich einen Kälteschutz konstruieren, der den Betrieb des Destillierkolbens selbst in dieser eisigen Umgebung ermöglicht. Das mag dir widersprüchlich erscheinen, doch ich werde dir beweisen, dass es funktioniert. Okay. Wird allerdings kein Problem sein. Ich habe vorhin ein paar Eishexagons gesehen. Genau, und zwar hier vor den Toren. Ich kann jetzt nicht raus, ich muss glaube ich außen rumlaufen. Ich glaube, wenn ich hier hinten rauskomme, komme ich hier nicht rüber, aber hier ist Ende, glaube ich. Ah, seht ihr mal, da drüben sind sie schon. Stück an der Zahl. So, Chocobo haben wir auch verlängert. Auch wieder bei einer Stunde. Oben das Teil noch. Und kabumm! So, da ist Sans Name. Das ist sehr schön. Dann bringen wir die Essenzen mal zu Sid. Wird er bestimmt was Gutes daraus basteln. Bin ich mir sicher. Ich weiß zwar nicht, was der damit will, mit dieser Destille. Hast du die Essenzen, um die ich dich gebeten habe? Aber na selbstverständlich. Was für ein faszinierendes Gerät. Das soll eine. Das soll ein Destillierapparat sein? Sieht so seltsam aus. Bin mir auch nicht ganz sicher, wie die Maschine funktionieren soll, aber sie sieht sehr beeindruckend aus. Wenn dieser Apparat tatsächlich so effektiv ist, wie unser Gast behauptet, wird er unsere Arbeit stark vereinfachen. Denkt nur an die Medikamente, die wir damit herstellen können und an die Leben, die wir damit retten werden. Ja, wohl wahr.
Hütet euch vor den Verlockungen dieser Fremden, denn sie sprechen mit gespaltener Zunge. Der schon wieder. Sie wollen euch in Versuchung führen, um euer Vertrauen zu erschleichen. Doch bedenkt, dass sie sich gegen die Inquisition gestellt und einen mutmaßlichen Heretiker verteidigt haben. Wirklich? Halone sei Dank, Inquisitor, dass ihr gerade noch rechtzeitig erschienen seid, um uns zu warnen. Wir standen kurz davor, uns von diesem Ungläubigen entwickeln zu lassen. Kann dem Typen mal bitte irgendjemand an die Wand klatschen? Warum ist er bloß so versessen darauf, uns Steine in den Weg zu legen? Was haben wir ihm getan? War es so schlimm, dass wir Ritter Franzl verteidigt haben? Ich fürchte, wir haben uns einen mächtigen Feind gemacht. Scheint so. So, damit wäre das abgeschlossen. Wir werden die nächste Quest bei Cid annehmen in der nächsten Folge. Ich bedanke mich natürlich hier vielmals fürs Zusehen. Wir sind wieder relativ weit gekommen hier an der Weißen Felsfront. Und sehen uns natürlich dann beim nächsten Mal hier an dieser Stelle auch schon wieder, wenn es weitergeht. Bis dann wünsche ich euch noch viel Spaß. Haut da rein. Ciao.